Herzlich willkommen, euer Pitwalk ist wieder hier. Apex Legends. Spiele mal wieder. Jo, Level 51, wie ihr seht. Für die, die das Ganze im Nachhinein auf YouTube sehen. Ja, ich habe schon lange nichts mehr gemacht, aber habe wieder ein bisschen Lust, etwas zu tun. Ich habe mir gedacht, ja, wieso ziehe ich nicht mal einen Stream wieder rüber auf YouTube und lasse euch an meinen Unfähigkeiten ein bisschen teilhaben und lege gleich los. Übrigens, wenn man mal mit mir mitzocken will, ich spiele hier auf der Xbox One X, also einfach adden und anschreiben und ja, was der Kuckuck eh schon kennen und dann geht's los. Jo, ihr braucht jetzt bitte da kein großes Tutorial von mir erwarten oder was, weil ich bin einfach wirklich ein absoluter Noob. Ich freue mich über jeden einzelnen Kill, alles andere ist ja, Zugabe. Also, wenn ich Glück habe, wäre ich mal Top 10. Gewonnen habe ich glaube ich schon lange nicht mehr. Die Realität mit Gewinnen ja, ist eher, naja, wie soll man sagen, rar gesät. So, Spiel Lifeline. Spiel Lifeline. Eigentlich habe ich sehr lang und sehr oft im Mirage gespielt, aber irgendwie habe ich gerade Lust auf die Lifeline. Vielleicht einfach, weil es auch irgendwo mein Job ist, ja, da Leben zu retten und mein Bestes zu geben. Ja, ob es das bringt, ja, wir werden sehen. So, was? Ich bin Champion Squad ist gewesen. Das schau her. Ich bin ein Zweiter geworden in der vorigen Runde. Also, ich bin wirklich der Champion. Ich bin direkt gerade ein bisschen. Ja, in der vorigen Runde, natürlich in der vorigen Runde, wo ich es eigentlich nicht aufgenommen habe, wo ich nichts gemacht habe, habe ich glaube ich 4 Kills gehabt. Das ist für mich ein mega Highlight. Aber ja, schauen wir mal, ob es diesmal oder hier jetzt auch so gut geht. Schauen wir uns mal an. Ob dem so ist oder nicht, wird sich zeigen. Geronimo! Reines Gedümmel. So, jeder bekommt eine Kiste, das ist meine. Und ich habe zumindest mal die Eva. Immerhin, besser wie nix. Normal bin ich immer der Depp, der nichts bekommt. Nimm deinen Rucksack eigentlich nicht mit. So, den ersten hat schon gefressen. Wow, komplette blaue Ausrüstung, was ist denn da los? Ja, 301, alter Schwede. Bin ja normal der immer da so mit jede Menge Equipment am Finger rausgeht, aber keine Knarre hat. Aber diesmal scheint es zu klappen. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist und ob das dann auch was bringt für die Runde, ja, mei, schauen wir mal. Das Problem ist, sie stirbt sie mit gutem Equipment genauso schnell wie ohne. Aber lass ihn nochmal überraschen. So, wo gehen wir hin? Was haben die Burschen vor? Ein bisschen Kommunikation wäre schon ein bisschen nett, so ein bisschen pingen und so. Aber ich will jetzt noch gar nicht drüber reden, wie mir Apex gefällt oder so. Doch drüber reden? Ich weiß nicht. Aber nachdem ich jetzt Level 51 bin, glaube ich, sagt das alles aus. Man gibt Leute, ich habe schon Leute gesehen vor Tagen, die Level 100 sind und solche Sachen. Ja. Man, wie die das machen, keine Ahnung. Flatline ist das nicht meine primäre Knarre, die ich haben will. Dann lieber wäre mir eigentlich, habe ich schon so einen Beschleuniger? Habe ich ja. Lieber wäre mir eigentlich die Wingman. Was? Ich spiele auch wie vor gern die Wingman. Da bin ich ein bisschen gezwungen, genauer zu zielen. Das schadet mir nicht. Lieber ist dafür, dass wir nochmal raufschauen. Eine gute Idee ist, wird sich gleich zeigen. Geschossen wird umschauen. Hallo, Servus. Schönes Grüß Gott in den Chat. Spitfire. Oh, die muss ja. Die läuft richtig gut, die Spitfire.
vernünftig zur späten Stunde schreibst, ja, das ist gut, obwohl ich halt recht fit bin. Ja, wenn wir so Fernsehserien schauen, dann kann es schon passieren, dass ich nebenbei ein bisschen einnick. Bin dann später wieder fit. Und morgen ist ja Samstag. Und da muss ich nicht unbedingt früh morgens raus. So, ich würde mal wetten, dass wir dort auf Gegner treffen werden. Aber gut, was weiß ich ja. Ah, da ist noch Zuschauer. Schau. Schon visiert. Oh, ein Sniper visiert, brauche ich nicht. Der Ocean ist auch ganz nett. Aber diesmal lieber wie dieses Holovisier. Die Frage, was nun? Wo ist denn mein Kollege? Was macht der da hinten eigentlich? Ah, der gammelt am Turm herum, okay. Im Wachlokal bis 6 Uhr musst du sitzen. Achso, bist du noch. Ah, der bist du ja noch beim Bundesheer. Ist natürlich böse. Bitte hört, das wird der. Das wird hoffentlich der Kollege sein. Wow! Wow! Ach man, wieder Nebenziel. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Das habe ich in der. Oh, verdammt. Ja, die haben das gut vorbei. Das habe ich in der vorigen Runde übrigens auch gehabt. Da bin ich ganz am Anfang mal gestorben. Konnte da wiedergeholt werden, habe dann noch trotzdem nur 4 oder 5 Kills gemacht und sind wir Zweiter geworden. Also, hustet der Schaden 15. Also, angehustet. Ja, das Umlaufen war gut gedacht. Ja, ich muss sagen, ich habe bei Apex sehr lange gebraucht, bis ich mir was getraut habe. Ich meine, es ist halt schon so hier, immer am Platz stehen und starr in eine Richtung schauen und schießen bringt halt nichts. Ja. Und ich weiß nicht, ob der irrsinnig lang gebraucht und erst seit ein paar Runden eigentlich. Es klingt jetzt echt deppert, aber vielleicht seit ein paar Runden ist bei mir ein bisschen der Knopf aufgegangen. Ja. Man, ob es wirklich was bringt, ich habe einfach einen schlechten Aim und ich bin kein Skiller. Aber ja, weiß nicht. Irgendwie hat es Klack gemacht und irgendwie, weiß ich nicht, traue ich mir einfach mehr oder ich scheiß mal weniger, sagen wir so, wie es ist. Und deshalb ist es eigentlich ja, ganz nett. Aber gut. Neue Runde, neues Glück. Ist ja das Schöne, dass das alles recht flott geht. So, schauen wir mal. Aber es ist auch schon wieder Jump Master. So ist die Frage. Es ist immer so die Frage, was macht man am Anfang? Soll man irgendwo hinhüpfen, wo weniger los ist? Oder soll man rein ins Getümmel? Ich bin eigentlich eher der Fan von rein ins Getümmel, weil wie willst du sonst das Kämpfen lernen? Ja? Und das vor allem ist sehr mühsam. Wir sind nur so zweit unterwegs übrigens. Es ist ja auch mühsam, wenn du jetzt da Hausnummer, sag ich mal übertrieben, eine halbe Stunde herumlootest, ja. Und dann beim ersten Gegnerkontakt stirbst, dass du einfach halt keine Kampferfahrung hast. Deshalb ist es oft nicht schlecht und ich mache das auch wirklich gern ab und zu richtig da in die Hölle reinzuhüpfen, wo 18.000 Leute sind. Einfach um, ja, wenn ein Kampf zustande kommt, diesen auch wirklich zu suchen oder suchen zu müssen. Um, ah, Scheiße, jetzt habe ich wieder mein Lootglück, nichts habe ich. Um einfach hier kämpfen zu müssen. Ja, mein Kollege ist auch schon fast down. Aber ich will jetzt da nicht runtergehen, nachdem ich noch nichts habe. So, jetzt können wir ein bisschen mitreden. Die Alternate ist auch gar nicht so schlecht, darf man einen unterschätzen, diese Knarre. Der wird jetzt gleich. Der, wieso lebt der jetzt wieder? Der bloß jetzt schon ein goldenes Schild gehabt. Ja, genau, wie du schreibst, wenn man in die Hölle hüpft und hat sofort eine Waffe gefunden. Ah, der Kollege ist einfach abgehauen, das bin ich alleine. Na, da, na, das ist natürlich wieder toll. Aber das ist natürlich dann der nächste Schmarrn, wenn du solche Mitspieler hast. Jetzt schauen wir mal, was gibt's denn da?
Devotion. Den nehme ich mir trotzdem mit, weil mein Ziel ist eigentlich schon, dass ich nach Möglichkeit Windman finde. Wie weit das das Ziel sein kann, soll ich da die mitnehmen statt der? Ah, ich bleib bei der. Kann man, ich hab, na gut, dann bin ich mal weg. Dann bin ich mal weg. Aber doch so weiter. Na gut. Bringt mir nichts. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was dieser Aufsatz da macht, den ich da gefunden habe. Also bin ich wieder da. Ja, blaue Rüstung ist schon mal nicht so schlecht, aber halt der wirkliche Burner. Du hast momentan kein Spiel, was dich reizt, schreibt der Handel da. Ja, ich muss sagen, ich bin auch eigentlich komplett. Bitte. Oh. Komplett clean, was das angeht. Oh. Ja, boah. Ja, und dann geht's schneller, wie man denkt. Ich habe nach wie vor Elite Dangerous, was ich wirklich mit Begeisterung spiele. Und dann ist eben Apex auf einmal da gewesen. Aus dem Nichts erschienen, hat ein weiteres Battle Royale gegeben, also eins von mittlerweile, glaube ich, Zehntausenden. Aber das hat mir gleich getaugt, das hat mir runtergeladen, aber runter gespielt und mir gedacht, geiler Scheiß, das ist eigentlich genau das, was mir taugt. Das Setting gefällt mir. Mir gefällt es, dass ich da mit kompletten Randoms trotzdem effektiv spielen kann, weil man eben dieses Ping-System hat, das wirklich massiv ausgetüftelt und ausgereift ist. Man hat, ja, es kostet nichts. Da würde ich mir sagen, ich habe ein Gründerpaket dann gekauft, einfach nur, weil ich sage, okay, das Game finde ich geil, das ist mir das Geld wert gewesen. Ja, also das war eigentlich so mein und ja, und jetzt ist das halt da, aber es gibt sonst auch kein Game momentan. Anthem, The Division 2, ich weiß gar nicht, was das so aktuell am Kommen ist oder am Kommen war. Aber bei denen waren mir eigentlich auch alle klar, dass das schon Spiele sind, die auch schon ausgelutscht sind und die für meinen Geschmack dann einfach halt, ja, weiß ich nicht, reizen mich nicht. Ich bin kein Fan mehr von diesen Loot-Shootern, die, wo ich immer die Missionen 10.000 Mal mache. Meistens am Anfang vielleicht mal lustig, aber irgendwann einmal dann hängst du zum Hals raus. Also muss ich echt sagen, nö, nö. Aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache, ja. Mir hat einfach dann eben Apex da gut gefallen. Das habe ich cool gefunden von der Idee. Respawn hat damals mit Titanfall gutes Game geliefert, was von der Spielmechanik, vom Movement, das taugt mir einfach wirklich. Ist richtig gut. Ja. Die haben das gebraucht aus dem Nichts. Das Game wurde nicht mega angekündigt, nicht overhyped und überhaupt nicht gehyped, nicht einmal ein bisschen, sondern das ist aus dem Nichts erschienen. Und ist gut. Ja. Da hat man andere Spiele, da wo mehr Werbung gemacht wird, wo mehr großartige Versprechungen gemacht werden, die dann weniger bis nichts liefern, ja. Also da muss ich schon sagen, kann man echt nur dankbar sein und Respawn für dieses tolle Game. Wie ist das da? Oh, warte mal, so haben wir da R99. Was ist denn das da? Havoc? Nein, die mache ich nicht. Ja, ich nehme jetzt mal sekundäre mit statt der, aber. Ist nicht.
Oh, Prowler. Na, dann nehme ich aber Prowler, glaube ich, noch lieber wie die Havoc. Dann nehme ich die statt der R99. Ah, verdammt, das kann man nicht entscheiden. Ah, ich mag die Havoc nicht. Ich mag die Havoc nicht. Die ist einfach eingestellt. Ah, die wollen wir auch nicht. So, was haben wir denn da jetzt? Da haben wir es versteckt normalerweise. Oh, Spitfire. Ja, da muss ich die nehmen, sonst nichts. Also Waffen, Loot, Glück habe ich heute wesentlich mehr wie sonst immer. Klick da rum. Das Alternator, ja, das ist mal lieber der. Achso, nein. Mach ich schon so. Triple Take. Was haben wir? Spitfire. Da brauche ich eigentlich eine schwere Munition und keine Energiemunition. Klick da unten rum. Brauche ich nicht, danke. Havoc Prowler habe ich nicht. Oh, Helm ist gut. Aber Einzelhelm, der bringt mich nicht weiter. Ja, und eben, das Game ist gekommen, ohne großen Blabla und Schmefu und dass der Teufel was. Und fesselt und ist gut und macht halt wirklich viel richtig. Ja? Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, aber ist mal umgerechnet auf das, was man geldtechnisch ausgegeben hat. Perfetto, sag ich mal. Perfetto. Und Spielspaß. Spielspaß, Spielspaß, Spielspaß. Das Wichtigste bei so einem Game und das ist wirklich gegeben. Jetzt bis zweifach. Dann haben wir das. Dann haben wir das drauf. Und gut ist. Let's go this way. War da schon wer? Bei der Zone aus. Ah ja, es geht. Ich würde gerne sogar noch da rauf dann. Oh gut, jetzt schauen wir da entlang. Havoc Prowler. Brauchen wir nicht. Ist zwar schön. So, schaut es munitionstechnisch aus. Da brauche ich ein bisschen schweres, wäre cool. Oh. Ah, ich brauch da, ich brauch's doch auch. Warte mal. Ah. Ich brauche ja auch schwere Munition. Jawohl. Hemlock brauche ich nicht, aber Hemlock liegt auch schwere Munition. Oder? Genauso ist es. Oh, das ist ein Wingman. Was soll ich machen? So. Wo sind denn die? Ist zum Thema mein Aiming, gell? So. So, der ist tot. Wo ist denn er hin? Da sind's. Ah, fuck, niedergeschlagen haben, okay. Uiuiui. Bitte, ich hab schon wieder einen Kill. Bin gerade begeistert. Ah, kann man sparen. War wieder voll. Ist ja direkt gegangen da jetzt, ha? Bist du narrisch? Also, die brauchen Energie, die Burschen. Heute haben wir 18 Sekunden, warten wir aufladen.
Might be something good this way. Komm jetzt her. Noch nichts zum Heilen, oder? Das ist ein paar Teamplay, Leute. Das ist ein paar Teamplay. Die Friedensstifter Shotgun, nein, die mag ich überhaupt nicht. Für die bin ich einfach zu blöd. Muss ich ehrlich zugeben. Für die bin ich zu blöd. Weil ich da einfach halt nichts triff. So, jetzt haben wir in die Zone müssen, schon langsam. Sollen wir es. Nehme. Jetzt haben wir schon langsam in den Ring rein. Portal ist super. Dankeschön. Und ist ja etwas, was mir irrsinnig gut taugt hier bei Apex Legends, dass man unterschiedliche Charaktere hat. Die Charaktere alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, die ja wirklich an Sinn machen. Und trotzdem kein Charakter so ist, dass man denkt, boah, die Übermacht oder so, ja. Aber auch die ganzen Waffen, denke ich mal, es gibt keine Waffe, wo ich sage, das ist die Mörderwaffe, ja. Also, es gibt sicher das eine oder andere, was du sagst, mit der kann man besser klar, ja. Mit der kann ich besser. Aber ich glaube nicht, dass da eine wirkliche Waffe gibt, was du wirklich sagst, wow, das Mördergerät. So manch einer, dem würde es vielleicht so vorkommen, der sagt, ja, so. Wingman, ja. Wingman war das Thema. Die haben sie gepatcht, ja. Die haben sie ein bisschen genervt. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist nicht so vorkommen, als wenn das nötig wäre. Aber was weiß ich schon. Wo müssen wir hin? Geht es nur überhaupt hin? Ich würde mal wirklich da entlang gehen und da das bisschen weglassen. Jo, allein macht sicherlich weniger Spaß, du hast schon recht, Handel. Aber ich muss schon schauen, wie es läuft. Das ist wie bei vielen anderen Games. Apex gibt jetzt zumindest mal die beste Möglichkeit, auch alleine mit anderen zu spielen. Habe ich das eh? Habe ich gar nicht, ja. Und das finde ich halt wirklich gut, ja. Dass das Game dir wirklich die Möglichkeit gibt und ein gutes Werkzeug dafür gibt, um auch alleine zu spielen. Eben mit dieser Sache, mit diesem Pingen. Wirklich eine großartige Sache. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ihr mitbekommen habt. Bei der Entwicklung von Apex wurde ja auch der ganze Chat absichtlich deaktiviert von den Entwicklern, damit die Spieletester eben dieses Ping-System testen haben müssen, ja, die haben das nutzen müssen, einfach eben, um ja, das einfach so zu entwickeln, dass es Sinn macht. Und das finde ich wirklich genial. Finde ich gut durchdacht, gute Idee. Ich habe irgendwie zu viel klumpert irgendwas mit, ich habe zu viel Munition für den, ist definitiv zu viel, so brauche ich nicht. Wir brauchen nicht, da brauche ich lieber anders, irgendwas anderes mit. Boah, jawohl. Was ist? Scout. Das Scout mag ich jetzt nicht. Nicht mehr weiß, mal klar. Ja, und einen Sieg hast schon, ja. Ich weiß nicht, wie viele Siege das ich habe, aber richtige Statistik gibt es ja in dem Sinne nicht. Man kann nicht nur mit diesen Dingen, die man für diese Spielerkarte freischalten kann, so einzelne Statistiken einblenden. Aber ich habe sicher, was soll ich, 6, 7, 8 Siege werde ich auch haben, ja. Wo ja die Frage ist, wie wir zu dir gekommen sind, ja. Waren es wirklich schöne Siege oder sind es Siege gewesen, wo du sagst, ja, danke, geschenkt.
Egal, fragt er keinen im Nachhinein. Und das ist ja das Schöne bei dem Ganzen. Hauptsache, du hast deine Siege. Ich muss sagen, der Sieg allein ist mir nicht ganz so wichtig. Ja, man sieht, es ist cool, wenn du sagst, ah, du bist der Champion, aber mir ist einfach lieber, wenn ein paar gescheite Moves gehen, wenn ein paar Kills gehen, wenn einfach das der Spielflow passt. Ja, das finde ich einfach fast wichtiger. Wenn es einfach passt, ja. Das finde ich wichtiger. Aber da sind ja schon ein paar gestorben, oder? Die da interessiert mich, was ist da drin? Nichts, was ich brauche, okay. Der was mit? Der wird Windmill mit, ja. Ei. Nein, ich bleib jetzt einmal da bei der. Spitfire. So. Das ist ein bisschen zu schnell, die Burschen. Oh, okay. Boah, ich war genockt, bin ich hellauf begeistert von mir. Scheiße, wo ist der herkommen? Boah, den hab ich jetzt komplett verschwitzt. Aber siehst du das? Jungs sind brav, wunderbar, siehst du? Es geht auch mit Fremden. Oh, 16, soll ich noch 16 Sekunden warten, bis ich mein Heilzeug nehmen kann? Nichts das, das machen wir jetzt in aller Ruhe. Stifter von hinten, weil das zuerst, ja, hast recht. Was ist da blaues? Wunderbar. Die Docks übrigens, die blauen, die bringen dann nur ein schnelleres Waffen anheben. Ja. Also wenn du Waffen wechselst, also die Waffe in die Hand nimmst, vom weggesteckt sein zum Nehmen, geht es dann schneller. Das so richtig, die Mörderdinger sind das nicht, die wirklich so viel bringen, aber war immerhin etwas. So blau, warte, der goldene Rüstung ausgefasst. Wie geil ist denn das? Oh, da ist noch was Goldenes drinnen, steht da. Ah, die Mastiff. Bei den Mastiff, die. Pff. Aber ich kann mit der nicht umgehen, ist sonst nichts. Ist sonst nichts. Ich kann mit der nicht umgehen. Ja, da. 4 bis 10 Schwach bringt mir nichts. Das ist. Naja, ich. Da hinten wird gekämpft. Ja, Schuss auf die Birne mit der Messe von der Ruhe, das ist schon völlig richtig, ja. Aber sagt, ich muss mir eingestehen, ich kann damit einfach nicht umgehen. Da bin ich immer zu nervös und zu aufgeregt. Aber ja, schauen wir. Oh, da kommt jetzt noch ein Versorgungspackage, das ist schön. Okay.
Hast du ein bisschen Schiss ab, dass wir da nicht die Einzigen sein werden? Ich schau mal, was es gibt. Ah, Mastiff, schon. Ja, gut. Tango spotted. Ah, die wollen ja mit dem Umlaufen, wie es ausschaut, okay. Da mache ich doch mit. Bam! Wie geil ist denn das? Jetzt nehme ich meine Runde auf und was passiert? Bam, ich werde Champion. Wie genial. Hey, danke fürs Abo. Voll geil. Schon sogar 2 Kills gemacht. Ja bitte, das ist super, oder nicht? Ja, da kann ich sehr zufrieden sein. Absolut genial. Bin ich sehr zufrieden. Schöne Runde. Bringt nicht Punkte. Level 52. War ausgesprochen nett. So, das YouTube-Video, was das Ganze wird, weil ich muss ein bisschen YouTube auch wieder was aufladen, ist somit fertig. Eine gute Runde erwischt. Glück gehabt. Stream läuft weiter. Aber die Aufnahme beende ich jetzt an die, die das Ganze bei YouTube sehen. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder mal treffen. Für euch.